Hängt euch doch ein Schild um den Hals, auf dem steht, ich habe ein Problem mit Stolz. Ich bin der Nabel dieser Welt und sage jedem, was er zu tun und was er zu lassen hat. Niemand kennt sich so gut aus wie ich. Ich glaube, Demut ist eine Tugend, die man sich sehr schwer aneignen kann. Sprüche 6, Vers 16. Sechs Dinge sind dem Herrn verhasst und auch das siebte verabscheut er. Beim siebten geht es darum, dass man Brüder gegeneinander aufhetzt. Die Ursache für so ein Verhalten ist der eigene Stolz. Doch das Erste hier auf Gottes Liste sind Augen, die überheblich blicken, der Geist der Selbstüberschätzung und der auf andere herabblickt. Das heißt also, wir halten uns für etwas Besseres. Viele Kirchengemeinden meinen, sie seien besser als andere. Ich finde es richtig traurig, wenn ein Pastor von der Kanzel eine andere Kirche herunterputzt. Es tut mir weh, wenn sich Pastoren über Fernsehevangelisten lustig machen. Sie kennen mich gar nicht, sie wissen gar nichts von mir. Sie haben keine Vorstellung davon, was es heißt, so viel im Fernsehen zu sein und Gott zu vertrauen, dass er sich um die Rechnungen kümmert. Und der einzige Grund, warum die Leute das so kommentieren, ist ihr eigener Stolz und die Eifersucht, die durch Stolz geschürt wird. Ach, diese Wohlstandsevangelisten. Ich wünschte, jemand könnte mir den Begriff mal erklären. So wurde ich betitelt. Doch warum eigentlich? Denn ich predige über das gesamte Wort Gottes. Ich glaube schon, dass Gott die Menschen segnen will, doch er will auch, dass wir wachsen und in Glaubensdingen erwachsen werden und erfolgreiche Bürger im Reich Gottes sind. Wir sollten aufhören, andere abzustempeln, nur weil sie nicht so sind wie wir. All die Spaltungen in der Kirche Jesu, die uns alle schrecklich schwächen. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn Baptisten, Methodisten, Lutheraner, Katholiken, Pfingstler und wie sie alle heißen, sich wirklich liebten, zusammenhielten und zusammenarbeiteten? Zusammen halten wir Stand. Spaltungen bringen zu Fall. Warum Spaltungen? Stolz. Nur mein Weg ist der richtige. Ich sage euch mal was, niemand von uns liegt immer richtig. Wenn wir in den Himmel kommen, werden uns über unsere Lehren einmal allen die Augen aufgehen. Wir streiten uns über Dinge, die Gott wahrscheinlich völlig unwichtig sind. Ich will mich da gar nicht weiter auslassen. Gott hasst so etwas. Er hasst es. Ihr solltet niemanden verurteilen, nur weil er anders ist als ihr. Ich muss niemanden verurteilen, nur weil er anders ist als ich. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Gott liebt Vielfalt. Wir alle haben doch unsere kleinen Macken. Hallo? Meine Güte. Matthäus 11 ist ein wunderbares Kapitel. In Vers 28 lesen wir, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe. Ja, ihr findet Ruhe für euer Leben. Ich sage euch, der eigene Stolz ist ein Dilemma. Denn man ist nur dabei, andere zu verurteilen, zu kritisieren. Man muss immer Recht haben, immer eine eigene Meinung zu allem haben. Man redet viel zu viel und erzählt jedem, was man denkt und denkt und denkt. Also ich meine. Hin und wieder bin ich mit anderen Pastoren zum Mittagessen verabredet.
Und schon vor Jahren ist mir aufgefallen, dass wir zum Essen kaum kommen, weil jeder erzählen muss, was ihn gerade beschäftigt. Ich mache dies, ich mache jenes und meine Kirche macht dies und jenes. Als wir wieder einmal zum Mittagessen gingen, forderte mich der Herr auf, bitte sage nichts, bis dich jemand danach fragt, was du gerade machst. Am Ende der Mittagspause wurde mir klar, dass sie überhaupt kein Interesse an mir hatten. Denen war es völlig gleichgültig, was ich machte. Wie oft kommen wir zusammen und interessieren uns nicht für den anderen? Wir wollen einander nur imponieren. Oh, ich predige gut heute. Ist es nicht so, wir wollen einander nur imponieren? Meine Güte. Wir lassen wichtige Namen fallen, damit die Leute auch wissen, wen wir alles kennen. Und dies und das hast du nicht gesehen. Warum behaltet ihr das nicht für euch? Erster Petrus 5, Vers 5. Den jungen Leuten unter euch sage ich, nicht, dass ihr weniger wertvoll wärt, aber ihr seid in einer anderen Position. Ordnet euch den Leitern eurer Gemeinden unter. Jeder will immer sein eigenes Ding durchziehen. Und wenn man dann innerhalb der Gemeinde korrigiert wird, sucht man sich sofort eine andere Gemeinde, in die man dann gehen kann. Und wenn man nicht gleich in der ersten Woche eine Leitungsaufgabe bekommt, ist einem die Gemeindeleitung nicht geistlich genug, denn man selbst ist ja so talentiert und einsatzbereit. Oh, du meine Güte, demütigt euch unter die starke Hand Gottes, damit er euch erhöhe. Lasst ihn ans Werk. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mit Predigen begann. Ihr wisst, dass ich darin eine Gabe von Gott habe. Ich konnte einfach schon immer gut lehren. Ich bin darin begabt. Ich habe eine Kommunikationsgabe. So lehrte ich in einem Hauskreis, so für 20, 25 Leute, wenn 30 kamen, dann war er wirklich gut besucht. Das war meine Aufgabe. Ich konnte damals schon so reden wie heute, allerdings ohne Sinn und Verstand. Wenn ihr euch heute schon wundert, dann hättet ihr mich damals mal hören sollen. Als ich also mit Predigen anfing, und das ist wirklich die Wahrheit, saß ich auf dem Boden in meinem Wohnzimmer, trug die kürzesten Shorts, die ich finden konnte, und blies den Leuten, während ich predigte, Zigarettenqualm ins Gesicht. Vor lauter Qualm konnte man die Leute kaum sehen, doch ich hatte die Begabung von Gott. Und die Leute kamen. Ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt einige religiöse Leute aufregen und sagen, also so geht das ja wohl nicht. In der Bibel steht, Gott gebraucht die schwachen und törichten Dinge dieser Welt. Er erwählt das, was die Welt nicht beachtet, ablehnt und wegwerfen würde. Und ich sage euch, als Gott mich mit dem beauftragte, was ich jetzt tue, wusste ich nur von drei Menschen, die mir etwas zutrauten und die wussten, dass ich Gottes Reden hören konnte. Es gab Leute, die mich auslachten und Leute, die mich ablehnten, weil ich noch so ungeschliffen war. Aber ich sage euch eins, ich liebte Gott. Ich liebte Gott und ich war irgendwie kernig und mutig. Ich ging einfach los und versuchte es. Wie ihr seht, lehre ich nicht mehr rauchenderweise und in mini-kurzen Hosen. Gott hat mich unter seine Fittiche genommen und nach seinem Zeitplan hat es nicht lange gedauert. Doch so war es früher bei mir. Als ich anfing zu predigen, war ich nicht sehr weise und verstand nicht, warum Gott mir nicht schneller eine bedeutungsvollere Position gab. Manchmal schaute ich mir Prediger im Fernsehen an und dachte, das kann ich besser.
Oh, nun tut mal nicht so, als ob ihr noch nie einen Musikteamleiter gehört und dabei gedacht hättet, ich kann aber besser singen. So habt ihr gedacht. Ich verstand es nicht besser. Seht ihr, ich dachte, dass nur die Begabung zählt. Ich lernte erst einige Jahre später, dass Gott vielen Menschen Begabungen schenkt, mit denen sie weit kommen können. Doch nur wenige haben Kraft genug, das aufrechtzuerhalten, was sie erreicht haben. In der Welt heute gibt es viel Charisma ohne Charakter. Menschen, die es zwar verstehen, Massen zu begeistern, die aber hinter verschlossenen Türen überhaupt nicht so leben, wie sie es von anderen verlangen. Wisst ihr, auch ich hatte überhaupt keine Lust, älteren Menschen zuzuhören. Oh, Unsinn. Was soll die alte Dame denn schon wissen? Und das ist die schlimmste Einstellung, die es gibt. Ehrlich. Wenn ihr mit jemandem zusammentrefft, der 30, 40 Jahre mit dem Herrn geht, dann solltet ihr lieber euren Mund halten und zuhören, was er zu sagen hat. Ihr solltet förmlich an seinen Lippen hängen und beobachten, wie er sich verhält und was er so tut. Begegnet so einem Menschen mit der inneren Einstellung, ich will etwas von dir lernen, du lebst schon länger als ich, du hast mehr Erfahrungen als ich und ich will so viel wie möglich von dir lernen. Es muss ein Ruck durch unsere Gesellschaft gehen, damit wir Autoritäten mehr respektieren und auch die Menschen, die schon länger leben als wir. Gott kann jeden gebrauchen, um mit uns zu reden, selbst ein Kind. Zu einem der Propheten sprach er durch einen Esel. Denn der Dickkopf hätte es sonst einfach nicht verstanden. Stolz ist etwas Schreckliches. Er bringt dich ab von guten Wegen. Dein Stolz wird Gott davon abhalten, dich im Leben weiterkommen zu lassen. Doch er kann durch die Gnade und Güte Gottes überwunden werden. Deshalb ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, also den Leitern der Gemeinde. Das heißt aber nicht, dass euer Leben von ihnen bestimmt werden soll. So ist das nicht gemeint. Es bedeutet aber, seid respektvoll. Gebt ihnen den Respekt, der ihnen zusteht. Und weiter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Zieht euch die Demut wie ein Kleid über. Lauft aber nicht den ganzen Tag mit hängenden Schultern rum. Ach, ich bin ein Niemand, ein Nichts. Oh. Wisst ihr, wo man Demut und auch Stolz am schnellsten entdecken kann? Im Umgang miteinander. I believe that. Als wir in diese Kirche hier eingeladen wurden, um den einen Abend der Frauenkonferenz vor ein paar Monaten zu gestalten, und als wir dieses Mal wiederkamen, ist uns eines aufgefallen. Dino und seine Familie und seine Kirchengemeinde sind Menschen, die gerne geben. Immer wenn wir kommen, bekommen wir Geschenke. Doch wisst ihr was? Er beschenkt nicht nur mich und Dave, sondern auch die Menschen, die mit uns reisen. Unseren Fahrer, meine Sekretärin, ihren Ehemann und auch die anderen, die mit uns sind. Ich liebe Menschen, die nicht nur auf die vermeintlich wichtigen Leute achten. Versteht ihr das? Sie begegnen einfach jedem mit Respekt. Laut Bibel sollen wir jeden respektieren. Wenn wir versuchen, Menschen zu beeindrucken, füttern wir nur den Stolz. Gehört nicht zu denen, die die ganz wichtigen Leute umschmeicheln, während sie die anderen, die kleinen Leute, ignorieren. Ich denke gerade an die Zeit, als ich in meiner Kirche Hilfsdienste übernommen hatte. Damals lehrte ich noch nicht. Der Pastor gab uns während einer Freizeit den Auftrag, einen sehr bekannten Musiker abzuholen. Er war damals wirklich bekannt. Doch er sprach einfach nicht mit uns. Er war so unhöflich. Das öffnete mir die Augen, versteht ihr? Denn man schaut zu solchen Menschen auf. Sie haben eine exponierte Stellung. Doch dann, hinter den Kulissen, dann sind sie... Wisst ihr was? Später musste er durch viele Schwierigkeiten hindurch. Privat und beruflich. Ich erinnere mich, wie er uns um Hilfe bat.
Unser Werk war mittlerweile durch Gottes Hilfe ziemlich bekannt geworden und er bat uns um Hilfe. Ich rede hier immer noch von den Prinzipien Gottes. Hier ist also jemand, der dachte, jemand Besseres zu sein als wir, der unhöflich war und uns schlecht behandelte. Doch Gott wollte diesen Makel selbst ausgleichen. Versteht ihr, was ich meine? Wer von euch weiß, wovon ich rede? Deshalb steht auch in der Bibel, demütigt euch nun unter die starke Hand Gottes, damit Gott euch, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, in die richtige Position bringt, die ihr mit Integrität und Ehrlichkeit ausfüllen könnt. Ich wollte eine große Bibellehrerin sein, als ich den kleinen Hauskreis hatte, doch ich begriff nicht, dass Gott mir einen großen Gefallen tat, indem er mir keine Aufgabe in der Öffentlichkeit gab, denn ich war noch nicht bereit dafür. Ich dachte zwar, ich wäre bereit, doch ich war es noch nicht. Meistens ist man noch nicht bereit, wenn man sich für bereit hält. Und wenn man sich nicht für bereit hält, dann ist man bereit. In der Bibel steht, gib niemandem, der vor kurzem Christ geworden ist, eine Leitungsaufgabe, weil er sonst überheblich wird. Positionen können einen überheblich machen. Denn plötzlich ist man besser als die anderen. Nur ein wenig Erfolg, nur ein kleines Vorankommen. Doch es ist erstaunlich, wie viele Menschen auf diese Weise kaputt gemacht werden. Es gibt für mich nichts Wichtigeres, als Menschen gut zu behandeln. Das steht für mich an erster Stelle, Menschen gut zu behandeln, ihnen mit Respekt zu begegnen und denen nachzugehen, die man für die kleinen Leute hält, die aber in Gottes Augen ganz und gar nicht unbedeutend sind. Ich will auf keinen Fall heuchlerisch sein, etwas predigen, das ich selbst nicht lebe, sondern ich will die Menschen gut behandeln. Wenn ich das nicht tue, muss ich mich demütigen, mich bei ihnen entschuldigen und alles wieder ins Reine bringen. Na los, ihr könnt doch lauter klatschen. Wir sind noch bei 1. Petrus 5, Vers 5. Heute gibt es viel zu lernen. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, einander freimütig, ohne Stolz und Arroganz begegnen und mit Demut bekleiden, damit sie euch nicht mehr entrissen werden kann. Einfach großartig. Denn Gott widersetzt sich, enttäuscht und besiegt den Hochmütigen, den Frechen, den Überheblichen, den Verachtungsvollen, den Vermessenen, den Prahlerischen, den Demütigen aber gibt er Gnade, Gunst und Segen. So demütigt euch nun, beugt euch. Das bedeutet, habt die richtige Einstellung, ich bin nicht besser als die anderen. Ich bin genauso gut wie die anderen, aber keinen Deut besser. Ich stehe nicht unter ihnen, ich stehe auch nicht über ihnen. Ich lebe einfach mit Christus. Und alles, was ich tue, kann ich, weil Gott mir die Gabe dazu gegeben hat. Und ich brauche auch nicht so zu tun, als wäre es mein Verdienst. Ich sollte einfach nur für das dankbar sein, wozu Gott mich befähigt hat. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöhe zu seiner Zeit. Stolz wird in uns dann sichtbar, wenn wir versuchen, die Dinge zu tun, die nur Gott tun kann. Wir müssen Gott auch Gott sein lassen. Du bist nicht der Heilige Geist Junior, ob du es glaubst oder nicht. Es ist nicht eure Aufgabe, bei anderen die Fehler zu suchen. Es gibt sogar Leute mit Missionswerken, die es für ihren Dienst halten, andere Werke im Auge zu behalten, um die Öffentlichkeit über deren Fehler zu informieren. Ehrlich, das ist wirklich das Dümmste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Vielleicht kann mir mal jemand erklären, woher er das hat. Oh, sie verursachen anderen große Schwierigkeiten und Probleme und bringen vieles durcheinander.
Ich habe meine Zeit damit verschwendet. Sag mal verschwendet. Ja, ich habe meine Zeit damit verschwendet, Dinge zu tun, die ich gar nicht tun konnte. Und dazu zählen meine Versuche, mich zu ändern. Man kann sich nicht verändern. Nur Gott kann einen verändern. Wenn ich einen Vortrag zum Thema dummes Gerede hörte, ging ich nach Hause und war fest entschlossen, nichts mehr zu sagen. So fiel ich also ins andere Extrem und sagte gar nichts mehr. Und ich verstand nicht, warum ich mich so deprimiert fühlte, doch Gott sagte, du redest zwar kein dummes Zeug mehr, aber in dir hat sich nichts verändert. Ist das nicht eine gute Botschaft? Seht mal, ich konnte mich zwar disziplinieren in dem, was ich sagte, und bekam da auch keine Schwierigkeiten mehr, doch Gott ist an unserem Inneren interessiert und der Grund, warum wir uns ohne die Hilfe Gottes nicht ändern können, liegt darin, wir können zwar unser äußeres Verhalten beeinflussen, doch nur Gott kann in uns wohnen und uns von innen her verändern, unsere Motive verändern. Wenn ich also ein Unkraut aus meinem Leben entfernte, kam es an anderer Stelle wieder hervor, denn innerlich blieb ich dieselbe. Gott muss Veränderung schenken. Deshalb sollten wir vor Gott auf die Knie gehen und ihn bitten, Gott, der Vortrag hat mich überzeugt, Herr, ich weiß, ich brauche Veränderung in dem Bereich, ich bin schuldig, Gott, das bekenne ich dir, bitte vergib mir und wenn du mich nicht veränderst, werde ich wahrscheinlich immer so bleiben. Ich bete überhaupt nicht mehr, oh Gott, vergib mir nur noch dieses eine Mal, ich werde es nie wieder tun. Ich bete stattdessen, Gott, ich werde es bestimmt wieder tun, wenn du nicht einschreitest. Darauf kannst du dich verlassen, mein Gott. Damit kannst du rechnen, ich werde es ganz sicher wieder tun, wenn du mir nicht hilfst. Oh, wie sehr habe ich mit mir gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und jetzt mag ich mich mit meinen kleinen Macken und sage Halleluja, ich mag mich. Wisst ihr, was ich schließlich begriff? Gott war nicht von mir geschockt. Er wusste, auf wen er sich einließ, als ich ihn fand. Die zweite Dummheit, die ich ständig tat, war, ich wollte meinen Mann verändern. Ich weiß, ihr macht so etwas nicht. Doch es ist so, wir haben recht und die anderen liegen falsch und die müssen sich unserer Meinung anpassen, stimmt's? Entweder auf meine Weise oder auf keine Weise. Wir wollten ein paar Möbel kaufen. Das, was Dave schön fand, mochte ich nicht. Das findest du schön. Oh, ich hatte so eine Klappe und mit meinem Blick konnte ich jemanden töten. Kommt, lasst mich mal eure beste Grimasse sehen. Macht mal so einen richtig blöden Gesichtsausdruck. Come on. Du brauchst nicht mal deinen Mund aufzumachen. Manchmal reicht schon das. Oder das. Wenn ihr euch so verhaltet, könntet ihr euch ebenso gut ein großes Schild um den Hals hängen, auf dem steht, ich habe ein Problem mit Stolz. Ich bin der Nabel dieser Welt und sage jedem, was er zu tun und was er zu lassen hat. Niemand kennt sich so aus wie ich. Ah, das ist ein Spaß hier heute. Halleluja. Ich will euch noch etwas sagen. Ihr werdet euren Stolz nicht unter die Füße kriegen, wenn ihr nicht zwei Dinge tut. Die Bibel lesen, lesen, lesen und beten, beten, beten. Habe ich recht? Gott möchte so viel für uns tun. Doch wir müssen uns unter seine mächtige Hand demütigen. Eine unserer Aufgaben, Jesus ähnlicher zu werden, besteht darin, demütig, sanft, behutsam und bescheiden zu sein.
Nancy ist 2 Jahre alt und im Alter von 3 Monaten erlitt sie eine schwere Kopfverletzung. Von diesem Moment an waren ihre Entwicklung und ihr Wachstum stark gehemmt. Deshalb konnte sie sich nicht wie ein normales Kind entwickeln. Jetzt ist sie seit 2 Tagen in unserem Krankenhaus und bekommt hier die medizinische Behandlung, die sie braucht. Man zeigt ihren Eltern einige physiotherapeutische Übungen und bringt ihnen bei, wie sie Nancy stärker fördern können. Durch die Medikamente und die Physiotherapie stehen die Chancen für sie sehr gut, dass sie eines Tages selbstständig gehen kann. Nancys Eltern waren 2 Tage hintereinander mit ihr hier. Sie lieben sie sehr und wollen, dass sie die Hilfe bekommt, die sie braucht. In ihrem Namen danken wir ihnen, dass wir hierher kommen können, um so wunderbaren Kindern wie Nancy zu helfen. Hey, sweetie. You are a beautiful girl. Yes, you are. Sehen Sie Joyce Meyer in vielen Sprachen im Internet. Wann immer Sie wollen, wählen Sie auf tv.joycemeyer.org Ihre Sprache aus. Laden Sie auch Ihre ausländischen Freunde ein, Joyce Meyer in der eigenen Sprache zu erleben. Jeden Tag, zu jeder Zeit. tv.joycemeyer.org. Was wäre die Welt für ein trostloser Ort, wenn alle Menschen gleich wären? Das Buch »Du darfst du selbst sein« von Joyce Meyer zeigt Ihnen, wie Sie lernen können, sich selbst zu lieben. Entdecken Sie Ihren wahren Wert. Entwickeln Sie Ihre Talente und Fähigkeiten. Werden Sie frei von der Angst vor Ablehnung. Sie müssen dieses falsche Selbstbild abschütteln. Und Sie müssen sagen, Gott, hier bin ich, segne mich, genau hier, Gott, hier bin ich. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Du darfst du selbst sein unter 040 88 88 41111 oder besuchen Sie uns im Internet auf joyce-meyer.de. Gewinnen Sie Selbstvertrauen.